Ich möchte heute auf das Allervehementeste eine problematische Strukturation beprangern. Und zwar die Vergreisung unserer Gesellschaft. Ne? Die Menschen werden immer älter, bis ins hohe Alter sind sie sportlich, mops, fidel, elastisch und dehnbar. Ne? Das ist ja momentan das Motto, hier Turne in die Urne. Also... Also, am besten gleich hier auf dem Sportplatz begraben werden. Ne? Und jeder geht eben zum Arzt, hier Vorsorgezeugs und so, mache ich auch. Ich war auch schon mal hier bei der, also einmal im Jahr, diese Prostata, da, also hier die große Hafenrundfahrt. Und, aber ich frage natürlich, ist es denn gut, dass die Menschen immer älter werden, denn das führt natürlich auch zu einer Veränderung, in, also die Bevölkerungspyramide, so wie wir sie einst kennengelernt haben, die gibt es ja nicht mehr, sondern der Unterbau, in der Jugend, da bröckelt es weg. Ne? Es kommt zu Spliss im Zwickel. Ne? Und aufgrund dieser Abdrift, also wird das irgendein Bevölkerungsbolzen, der dann im Bevölkerungseimer irgendwann stagniert. Ne? Also dort, wo einst die Hypotenuse war, ist drunter jetzt der Katheter. So. Und das heißt, der alte Mensch, der Spion aus dem Jenseits, ist zahlenmäßig sehr stark vertreten. Das ist ja eine neue Tendenz. Ne? Ich sag, noch in der Renaissance war das anders. Da wurde in der Regel wurde da mit 40 Jahren ganz diszipliniert biologisch beiseite getreten. Ne? So, ja. Ne, zum Beispiel hier Schiller, so, jetzt mal wieder, ich kann ihn persönlich nicht, so, ne, Friedrich Schiller, ich hatte nur losen Kontakt zu seinen Eltern, aber er ist zum Beispiel mit 40 Jahren zack gestorben, ne, abgeamselt. Also, das ist sehr früh. Ne, so. Aber ich meine, selbst wenn er älter geworden wäre, wäre er heute tot. Aber da hat ja eine Veränderung eingesetzt. Wenn heute der Tod, ne, der grimme Schnitter, der Sensenmann, der Vollstrecker, ne, wenn er an die Pforte klopft und sagt, hier, jetzt bitte mal den Löffel abgeben, dann sind ja alle überfordert. Ne, dann heißt, hier ist ein Typ, der will sich Besteck borgen. Ne, ja. So. Sterben. Ne? Sterben, pö, ne? Nö, so, ne? Der Tod kriegt nur freche Antworten, so, ja. Ne? Ältere Menschen haben ein gewisses Einsehen, die sagen dann, klar, will ich irgendwann mal sterben, aber doch nicht jetzt schon, so, hier, mit 96, so, ja. Ne? Erstmal Kinder kriegen, familiäre, und, ja, so. Meistens müssen sie ja auch noch ihre Großeltern pflegen. Also, es wächst eine Gesellschaft heran mit null Bock auf Friedhof. Und das muss sich was ändern. Also das Sterben muss attraktiver werden. Das klingt jetzt vielleicht, ja. Ne? Also man muss den Menschen vermitteln, das Krematorium ist nicht der Ort, wo alles zu Ende geht. Also da muss ein Paradigmenwechsel her. Ne? Ein Imagewandel. Also, hier Schild dran, so ans Krematorium. Hier, Alter, hier gehe ich in die Asche. Ne? So, ja. Also klar, jede Menge heiße Öfen. Also da muss insgesamt das. Vielen Dank. Also das ganze Bestattungswesen muss revolutioniert werden. Ne? Das ist alles so trüb, so trist hier, so verknöchert, so blutleer und Trauerhilfe. Also dort muss mal frischer Wind rein. Ne? Bestattungshaus, fröhlich. So, ne? Ihre Erlebnisbestatteria mit mediterranem Flair. Wer nicht kommt, wird abgeholt. Ne? So. Also... Freundlich, aber bestimmt. Ne? Und
Ich verstehe auch, dass die Menschen nicht sterben wollen. Denn, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich in meiner kargen Freizeit Entspannung suche, dann gehe ich mal raus, so zum Friedhof, zum Begräbniscenter. Und da schaue ich mir dann diese alten Grabsteine an. Ne? Die sind ja eher gebietig, oder wie das, weiß es überhaupt das Wort gibt. Also sie sind ehrfurchteinflößend, meinte ich, glaube ich, so wie ich mich kenne. Also, da stehen Namen drauf, die ja Leben und Schicksal enthalten. Hier Freiherr von Braun, Fabrikbesitzer, oder Justus Schönherr, königlicher Hofadjutant oder irgendwas. Und dann geht man in die Abteilung von heute. Was steht dort? Uwe Obst. Ne? So, Hartz IV. So, ja. Ne? Wo man sich dann in 20 Jahren fragt, Hartz IV, was war das damals? Ne? Denkt man, ja, war bestimmt eine Krankheit hier. Ne? Ja. Ne? Hepatitis B und Hartz IV. Mittlerweile sind wir alle geimpft.